bin ich mal gespannt, ob das wie zweite Haut ausschaut. Ja. Die große Blush-Palette hat mich sehr gefreut, dass Natasha Denona 20 Nude-Lippenstifte auf ihrer Seite hat. Ich habe die Lippenstifte schon geswatcht und auch schon ausprobiert. Ich konnte es nicht abwarten. Wie findet man den perfekten Nude-Lippenstift für sich? Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wünsche euch allen ein frohes, glückliches und besonders gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen in das Jahr und konntet die Zeit mit euren Liebsten genießen. Wie ihr am Titel des Videos sehen könnt, geht es heute um die Holiday-Kollektion von Natasha Denona. Wenn es euch nur darum geht, zu erfahren, wie man den perfekten Nude-Lippenstift für sich findet, der spult einfach im Video auf diese Minutenzahl vor, die ich euch hier unten einblende. Für alle anderen bleibt einfach weiterhin dran. Wenn jemand von euch Natasha Denona noch nicht kennt, ich war auf ihrer Webseite und bin mal kurz über ihre Vita geflogen und erzähle euch ganz kurz was zu ihr. Wenn ihr natürlich mehr wissen wollt, dann lest es am besten selber nochmal nach. Also Natasha Denona ist in Kroatien geboren und in Deutschland aufgewachsen, kam dann früh zum Theater und hat dann dort ihre Liebe zum Make-up entdeckt. Sie hat dann später selbst als Model gearbeitet und ist jetzt nun seit über 20 Jahren tätig als Make-up-Artistin. Sie hat viele Shows geschminkt, viele Hollywood-Stars. Auf ihrer Internetseite könnt ihr auch die ganzen Covers sehen mit den Shootings, die sie gemacht hat. Und es ist ganz interessant, da mal vorbeizuschauen und sich das mal alles anzugucken. Sie ist dann Mama geworden und hat daraufhin entschieden, ihre eigene Make-up-Marke zu gründen. Und ist sehr berühmt geworden mit ihren Lidschatten, die halt wirklich sehr gut pigmentiert sind, sehr hohe Qualität haben. Und jeder, der Natasha Denonas Lidschatten kennt, er weiß sie zu schätzen. Ich möchte das heute so in dem Video machen als First Impression und mich halt mit den Sachen ein bisschen schminken. Deswegen, ich bin heute nur... habe ich also nur eine Base drauf, ein bisschen Pflege, dann ein bisschen Make-up. Ich trage heute das von Charlotte Tilbury, das Airbrush Flawless Filter. Dieses Make-up habe ich drauf und ich habe ein bisschen unter meinen Augen Color Correcting gemacht. Ich habe auch nichts abgepudert und ich habe auch nichts unten drunter und auch keinen Glow Primer oder so, weil ich das einfach alles sehr neutral lassen wollte, damit wir halt gucken, ob die Farben wirklich so gut zur Vorschein kommen und die Sachen, die ich halt geshoppt habe, ob die auch wirklich meinen Erwartungen entsprechen. Und fangen wir an. Ich habe mir aus der Kollektion die Sendo-Palette geholt. Das ist diese rosane. Ich zeige euch ganz kurz die Farben. Die kommt in diesem Design. Das sind die Mini-Paletten von ihr. Die enthalten 4 Gramm. Und dann habe ich mir noch geholt den I Need a Nude Highlighter. Der kommt in diesem Packaging. Ich habe mich mal so ein bisschen den Sachen angepasst. Alles so ein bisschen rosé-nudig. Gefällt mir sehr gut. Das ist ein champagnerfarbiger Highlighter mit so leichten rosa Unterton, würde ich sagen. Zu dem kommen wir aber dann später und sehen, was er so kann. Dann habe ich mir noch einen neuen Lippenstift. Das ist der aus der Holiday-Kollektion. Maria heißt der. Der sieht so aus. Der kommt in den leicht rosafarbigen Design. Und dann habe ich mir noch einen aus der Standardkollektion von Natasha Denona geholt. Und der heißt Michelle. Der kommt in dem weißen Design.
den zeige ich euch auch gerade mal. Der sieht so aus. Ich werde euch alles noch swatchen. Dann habe ich mir einen neuen Lip Liner geholt. Die sind ja gerade erst erschienen. Und dann habe ich mir noch die Diamond Blush Palette gegönnt. Ich mache sie euch mal kurz auf, dann könnt ihr sie von innen sehen. Das ist die Palette, die in der oberen Reihe die cremigen Produkte hat, die dann abgedeckt werden mit dieser Plexiglasscheibe und dann im unteren Bereich die pudrigen Sachen hat. Und zu dieser Bestellung gab es dann bis zum 31.12. gab es bei ihr ein Goodie, wenn man für $100 einkauft. Und zwar gab es da die Mini-Gold-Palette dazu. Das ist diese goldgrüne Palette. Sehr, sehr schön. Ich swatche euch beide Paletten und würde dann, weil die ja die neue ist, würde dann mit der Sendo-Palette mit euch zusammen so einen Alltagslook schminken. Ich glaube, wir haben alle die letzten ein, zwei Wochen sehr viele Glam und festliche Looks gesehen, dass wir jetzt langsam ein bisschen zurückschalten können und vielleicht auch mal jetzt wieder ein paar Alltagslooks uns anschauen möchten. Ich swatche euch gerade alle Farben aus der Mini-Gold-Palette. So, als erstes haben wir die Farbe Lodge. Das ist eine Translucent-Farbe. Die ist gut zum Verblenden geeignet. Danach kommt die Farbe Dark Sepia. Das ist ein dunkles Taupe mit so ganz leichten Glitzeranteil drin. Danach kommt Dior, also D-O-R, Dior geschrieben und ist ein goldfarbener, ich würde schon so sagen, so folienartig. Also es wirkt sehr goldfolienartig. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Danach haben wir die Farbe Bier. Das ist so ein grün Blender Shade, auch gut zum Verblenden. Und dann kommt als letztes Antea. Und Antea ist so ein goldgrüner, glitzerschimmeriger Ton. Kommen wir nun zur Sendo Palette. Ich zeige euch die gerade noch mal ganz kurz. Und dann würde ich sie euch auch gleich swatchen und kurz was zu den Farben sagen, bevor ich dann anfange, einen Look mit ihr zu schminken. Also die Farben von Natasha Denona, da muss ich nicht viel sagen. Die sind wirklich butterzart und sind sehr gut pigmentiert. Also da kann man nicht meckern. Ich bin mal sehr gespannt auf die Swatches, weil, wie gesagt, ich habe diese Palette noch nicht geswatcht. Die grüne, die Mini Gold, die hatte ich mir schon angeguckt, aber ich wollte halt die Sendo-Palette extra für euch aufheben und halt nicht vorher schon mit ihr herumspielen, was nicht so ganz einfach war. Ich zeige euch die Farben gerade und wir fangen hier unten an. Das ist die Farbe Stark. Das ist so ein Medium-Burgunderton. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Dann geht es oben drüber weiter mit Bär. Das ist so ein pastelliger Pinkton. Dann geht es weiter mit dem Ton Stripped. Das ist so ein warmes Silber. Sieht ganz schön aus. Darüber ist das. Das ist so ein medium koralliger Ton mit so leichten Bronzeanteilen. Und darauf folgt dann Uncovered. Das ist so ein Dusty Korall, soll so ein bisschen staubig wirken. Wirkt auch so leicht staubig.
Also ist von der Farbrange richtig schön. Also mir gefällt die Color Story sehr gut. Und ich habe mir bei Natasha Denona auf ihrem YouTube-Kanal, also wer es noch nicht wusste, Natasha Denona hat einen YouTube-Kanal und erklärt da viele Sachen. Und dann habe ich mir mal ein bisschen angeguckt, was sie so mit dieser Palette geschminkt hat. Und ich werde versuchen, das so ein bisschen nachzuempfinden. Und werde mein Bestes tun, dass da ein gutes Ergebnis bei rumkommt. Ich nehme mir hier einen ganz fluffigen Blendepinsel. Das ist ein ganz alter von MAC, der 217er. So, ich starte mit der hellsten Pastellfarbe und zwar mit Bär. Das ist übrigens ein fluffiger Blendepinsel von MAC. Und den setze ich mir hier oben etwas oberhalb der Crease und verblende das Ganze ein bisschen. Und den setze ich mir dann ganz leicht hin. Als Transition Shade, als Blende Shade. Verblende den kurz hier nach unten. Danach nehme ich mir einen etwas präziseren Pinsel. Das ist jetzt der 231 von Sueva und gehe in Uncovered in dieses Dusty Coral. Tippe da ein bisschen rein, klopfe ab und setze mir den hier außen hin. Und verblende die Farbe leicht nach innen. Dann nehme ich noch mal den anderen Pinsel von MAC und verblende das noch ein bisschen nach oben. Dann nehme ich meinen Finger und gehe in das und tappe den mir vorne aufs vordere Lid. Wer möchte, kann dazu auch einen Pinsel nehmen, aber ich finde, so glitzerige Töne lassen sich immer am besten mit dem Finger auftragen. Und das könnt ihr halt so oft wiederholen, bis euch halt die Intensität gefällt. Dann nehme ich mir so einen kleinen, etwas präziseren Pinsel. Euch gleich gerade mal. Der ist jetzt von BH Cosmetic, der 105er. Und gehe in Stripped. Klopf ab. Und setze den mir hier vorne hin. Dann nehme ich mir einen Smudger-Pinsel. Der ist auch von Sueva, der 226. Und gehe hier wieder in den Pastellpink, in Bär. Und fahre mir die Linie einfach entlang. Klopf noch mal ein bisschen. Und verstärke das alles nochmal mit Uncovered. Und nehme wieder das mit
dem Pinsel auf, so gut es geht. Und versuche quasi das obere Lid unten zu spiegeln. Und pack den mir hier vorne mit drauf. Ich verblende das gerade noch ein bisschen. So, das wäre dann so schon mal die eine Seite. Sehr tragbar für den Alltag. Super. Es gibt noch einen Trick, wenn ihr hier ein bisschen gekleckert habt und hier ein bisschen eine schärfere Linie haben wollt, meint Natasha Denona, ihr nehmt ein bisschen Concealer auf so einen Sponge und fahrt einfach damit die Linie noch ein bisschen entlang, wenn ihr hier eine schärfere Linie haben wollt. Ich habe jetzt hier keinen Eyeliner gezogen und wollte es jetzt auch nicht so dramatisch haben, weil es ja eher ein Alltagslook sein soll als ein Glam-Look. Und wie gesagt, ich mache jetzt die andere Seite fertig, mache ein bisschen Mascara drauf und dann sehen wir uns gleich für den Blush und für den Highlighter, auf den ich sehr gespannt bin. So, da bin ich wieder zurück. Das ist der fertige Eye-Look. Ich habe jetzt die andere Seite auch mit der Palette geschminkt und habe einfach ein bisschen Mascara drauf. Und mein Resümee zu der Palette ist bis jetzt ganz gut. Das Einzige, was so ein bisschen, was ich so ein bisschen zu bemängeln habe, ist die Farbe Das. Die war so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen zickig im Auftragen. Habt ihr ja gesehen, ich musste da wirklich mehrfach drauf. Aber ich finde, man könnte diesen Look natürlich auch noch ein bisschen intensivieren, indem man diesen burgunderfarbigen Ton mit ins Spiel bringt und das einfach noch ein bisschen mehr aussmoked. Und dann wird es auch so ein schönes Smoky Eye ergeben. Gut, das war die Palette. Machen wir jetzt weiter mit dem Blush und dann mit dem Highlighter. Und nehme dazu die Diamond und Blush Palette und würde einfach das Blush aus dieser Palette testen. Und ich würde das jetzt einfach so auftragen, wie Natasha Denona das in ihren Videos macht. Sie fängt immer an mit dem Cremeprodukt und nimmt das quasi als Base für das Puderprodukt. Und sie sagt, sie arbeitet die Cremeprodukte gerne mit dem Finger oder mit dem Schwämmchen ein. Und ich klappe das mal jetzt hoch und würde sagen, ich starte mit dieser Farbe und guck mal, wie das mit dem Finger klappt. Also es ist sehr cremig und ich setze mir den Blush nicht wie gewohnt hier unten an, denn ich will mein Gesicht ein bisschen liften und dann setze ich das ein kleines Stückchen oben drüber. Das ist so ein kleiner Trick, wenn man sich ein bisschen mehr Lifting ins Gesicht zaubern möchte, dann setzt man einfach den Blush ein kleines Stückchen weiter höher. Das ist übrigens ein Trick von Robert Welch. Das ist ein Make-up-Artist, der hat auch einen YouTube-Kanal. Schaut mal vorbei, der hat ganz tolle Tipps und Tricks. Und ich tappe mir das jetzt einfach mal ins Gesicht. Okay. Die Pigmentierung ist gut. Und man soll den Blush nur bis zur Mitte des Auges vorziehen. Und ich tappe mir das mal jetzt hier hoch. Nimm mal noch ein bisschen. Und Natasha Denona arbeitet dann das nochmal mit einem Schwämmchen ein. Das ist jetzt mein Make-up-Schwämmchen von heute. Und dann arbeite ich mir das einfach mal ein. Ich nehme mal gerade diesen Spiegel, weil dann sehe ich es besser. Ist aber eine sehr schöne Farbe, steht mir gut, muss ich sagen. Also, ich verblende den noch mal ein bisschen. Mach dann weiter auf der anderen Seite. Sehr schöne Farbe.
Also ich bin wirklich positiv überrascht. Ich habe ja alle Sachen bei Natasha Denona auf der Webseite in Amerika bestellt, weil viele Sachen aus der neuen Kollektion gab es oder gibt es noch nicht hier in Deutschland. Und dann haben mir irgendwie noch ein paar Euros gefehlt, also noch ein paar Dollars gefehlt, um Shipping frei, also um keine Versandkosten zu bezahlen. Und dann bin ich nochmal zurück, weil ich wollte jetzt keine 20 Dollar Versandkosten einfach bezahlen und habe geguckt, was es sonst so gibt. Und dann wollte ich mir erstmal so eine kleine Blush-Palette, diese Minis, wollte ich mir erst holen und hatte die dann auch schon in meinem Einkaufswagen und bin dann ganz kurz nochmal zu den Sale-Sachen gegangen und habe geguckt, was da drin ist. Und da war diese Diamond and Blush Palette drin. Und die hat dort im Sale nur 37 Dollar gekostet, Leute. Hier sind 42 Gramm Produkt enthalten. Und umgerechnet so um die 30 Euro hat jetzt die Palette gekostet. Und ich bin jetzt richtig gerade top. Top, top, top. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt so, weil da drüber kommt ja dann nochmal das Puder. Und das Puder soll ja die Creme-Base quasi nochmal versiegeln. Ja. Schön. Und ich nehme mir da einfach meinen Lieblings Rouge-Pinsel, und zwar ist das ein ganz alter Ebelin-Pinsel. Der ist schon so alt, der ist schon uralt, würde ich mal sagen. Ja, der ist richtig alt. Ist der erste, der rausgekommen ist, als Ebelin auf den Markt gegangen ist. Aber ich liebe den so sehr und ich gebe den auch nicht her. So. Und ich gehe jetzt einfach in den unteren Shade. So ein bisschen. Ich will ja auch nicht overblushed sein. Und trage mir den einfach so ein bisschen drüber. Dasselbe mache ich auch hier. Und als Trick nicht so hin und her, sondern von vorne nach hinten. Von vorne nach hinten. Wir wollen ja nicht overblushed aussehen. Manche ziehen sich dann auch noch den Blush hier vorne auf die Stirn so ein bisschen, aber das mag ich persönlich jetzt nicht so sehr. So ein bisschen hier mit rein in den Haaransatz ist okay. Ich zeige euch ganz kurz noch die Palette, aber die ist ja schon ein bisschen älter. Also ist ja nicht die neue, ist ja keine neue Palette. Die ist ja schon seit, ich glaube, bestimmt 2 Jahren auf dem Markt. Da muss ich euch, glaube ich, nicht so viel dazu erzählen, aber nur mal ganz kurz für die Leute, die die Palette vielleicht noch nicht kennen. Hier oben sind halt die Creme-Highlighter und Blush. Und das ist halt so ein Glow-Creme-Base. Dann ist hier ein Cream-Blush und ein Duo-Glow. Dann hier unten geht es weiter mit einem Diamantpuder, dann mit einem Puder-Blush. Und dann hier Glow Extreme. Ja, aber wir wollen ja heute den Highlighter benutzen von I Need a Nude Highlighter. So, dann zeige ich ihn euch nochmal. Das ist dieses Schätzchen. Ja. Ich hole ihn mal ein bisschen näher ran, dass ihr das nochmal sehen könnt. Da sind halt diese ganz schönen Einprägungen drin von Natasha Denona. Und das ist so ein champagnerartiger Ton mit leichtem Rosé-Schimmer. Und ich habe bei ihr auf der Webseite gelesen, dass sie diesen Highlighter so konzipiert hat, dass der sowohl rosa als auch beigefarbige Untertöne hat, dass dieser Highlighter
auf jeden Hautton passt. Also egal, ob ihr dunkel, medium, tan, deep, dark, was auch immer seid, soll dieser Highlighter auf jeden Typen passen. Und die Textur soll eine velvetartige Textur sein, die sich quasi mit eurer Haut verbindet und als zweite Haut ausschaut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wie zweite Haut ausschaut. Ich nehme mir mal so einen, ich nehme mir einfach so einen fluffigen Pinsel. Gehe da mal ein bisschen rein. Und guck mal, was das Baby so kann. Oh, okay, ja. Wow, wow, wow. Ich will den mal ein bisschen intensivieren. Das wäre jetzt so für den Alltag ganz schick. Ich nehme mal ein bisschen. Oh ja. Ich glaube, der erste Pinsel war ein bisschen zu fluffig. Ich gebe den mir auch gleich hier mal unter meinen Braubogen. Oh ja, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Der lässt sich schön aufbauen, ist wirklich champagnerfarbig. Der wirkt jetzt auch gar nicht so golden auf meiner Haut, habe ich das Gefühl. Ich mache mal auf der anderen Seite weiter. So, das ist der fertige Ergebnis. Ich fange lieber mit wenig Produkt an und baue mir den dann so ein bisschen auf. Ich hoffe, ihr könnt das gut in der Kamera sehen. Ist eine sehr schöne Farbe. Gefällt mir sehr gut. Kann man so lassen, würde ich sagen. Ich mache mal die Klemme raus. Schön, das Packaging gefällt mir auch. Da sind 8 Gramm Produkt enthalten, was ich für einen Highlighter in Ordnung finde. Der ist jetzt noch nicht in Deutschland erhältlich. Ich weiß nicht, wann man den kaufen kann hier in Deutschland. Ich weiß auch nicht, wie viel er kosten wird. Er hat auf ihrer Webseite hat er $42 gekostet. Ja, ich erzähle euch dann gleich noch mal was zu den Sets. Machen wir aber erst weiter mit den 2 Lippenstiften, die ich gekauft habe und den Lip Liner. Ich habe mir jetzt nur 2 Lippenstifte geholt, weil ich die Lippenstifte von Natasha Denona nicht kenne. Und der Lip Liner ist ja auch neu und ich wollte jetzt nicht so viel Geld investieren, wenn ich das Produkt noch nicht kenne. Ich habe die Lippenstifte schon geswatcht und auch schon ausprobiert. Ich konnte es nicht abwarten und ich muss sagen, sie sind ein Traum. Ich zeige euch gerade nochmal die Lippenstifte. Das ist aus der alten, also aus der, das ist aus der Standardkollektion Michelle. Den setze ich euch gerade mal hier hin. Das ist so ein nudiges Beige. Und das ist aus der neuen Holiday Kollektion Maria. Das ist ein nudiges Pink. Den setze ich euch gerade mal hier oben drüber. So. Und der Lip Liner, den habe ich in der Farbe Natasha gekauft. Ich wollte mir erst den Lippenstift auch Natasha kaufen. Einige, die es wissen, wissen, dass ich nicht wirklich Tascha heiße, dass Tascha mein Spitzname ist und mein richtiger Name Natasha ist. Und deswegen wollte ich den Lip Liner mit dem Namen Natasha haben und auch den Lippenstift dazu, aber der war leider ausverkauft. Also habe ich einfach was anderes genommen. Die Lippenstifte kosten $25 und die gibt es momentan auch bei Sephora.
Dort kosten sie 25 Euro, habe ich gesehen. Die Lip Liner gibt es noch nicht. Ich war ein bisschen verwundert, dass Natasha Denona 20 Nude Lippenstifte auf ihrer Seite hat. Und habe das auch nicht so ganz verstanden, was die Buchstaben hinter den Namen der Lippenstifte zu bedeuten hat. Und habe halt alles eingekauft, was ich so kaufen wollte. Und habe dann für das Video ein Video gesucht, was man mit der Zendo-Palette alles machen kann. Und bin bei ihr auf ihrem Kanal auf ein Video gestoßen, in dem sie erklärt, warum sie 20 Nude-Farben Lippenstifte auf ihrer Webseite hat und was das Konzept dahinter ist. Und zwar hat sie so viele Lippenstifte rausgebracht, um allen Untertönen, weil jeder von uns hat einen anderen Unterton, jeden ein Nude-Lippenstift zu ermöglichen. Die 20 Lippenstifte sind unterteilt in 4 Hautuntertöne. Und hinter den Lippenstiftnamen findet ihr Buchstaben. Und dort könnt ihr zum Beispiel das B sehen an hinter manchen Lippenstiftfarben. Das B bedeutet, dass dieser Lippenstift einen beigen Unterton hat und für Leute gedacht ist, die eher neutral sind vom Unterton her oder in die rote Richtung tendieren. Dann gibt es noch die Buchstaben NB. Das sind beige neutrale Untertöne. Dieser Unterton soll jedem Hautunterton passen. Dann gibt es noch den Buchstaben P hinter den Namen und das sind Pink, Nude, rosa Untertöne, die passen dann besser zu Leuten, die einen gelbstichigeren Unterton haben oder neutral sind. Und dann gibt es noch die Nude Pink Untertöne und die sollen wieder allen Untertönen passen. Wenn man das Glück hat, orange zu sein, also sowohl gelb als auch pink, in seinem Unterton kann man laut ihr jeden Lippenstift oder jeden Nude-Lippenstift tragen. Sie hat 8 Lip Liner rausgebracht. Die sind in 3 davon sind in Nude Pink, also auch wieder für jeden gedacht, und 5 davon sind in Nude Beige, auch wieder für jeden gedacht. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie findet man den perfekten Nude-Lippenstift für sich, wenn man jetzt zu Hause ist und jetzt nicht das so genau weiß, was ist jetzt mein Unterton und wie finde ich heraus, welche Farbe für mich die beste ist? Und wenn man jetzt vielleicht auch im Geschäft ist und nicht unbedingt den Tester benutzen möchte, was man da machen kann. Und sie gibt folgenden Tipp. Man ist zu Hause und soll in seinen Lidschattenpaletten, die man schon hat, soll man den rosasten, den hellrosasten Ton suchen. Ich habe jetzt einfach hier eine Palette von Too Faced und der rosaste Ton, der sehr hautähnlich ist, wäre jetzt der hier. Das ist der hellste, rosanste Ton, den ich in meinen Lidschattenpaletten habe. Und dann nimmt man den Ton und ich mache das mal gerade und soll den auf den Unterarm auftragen, also hier. So. Und schön, ich mache das mal ein bisschen mehr, dass ihr das in der Kamera seht. So, und dann soll man sich eine andere Palette, also auch wieder eine Palette schnappen und soll den orangesten Ton suchen. Das ist jetzt die Anastasia Soft Glam Palette. Es ist egal, welche Palette ihr nimmt. Hauptsache, ihr habt da einen schönen orangefarbigen Ton, der hell ist und nicht zu dunkel, der halt hautgleich ist. Und dann geht ihr wieder rein und dann tragt den ihr euch wieder auf. So, und bei mir ist es jetzt so, ich zeige euch das gerade mal. Ach, man kann das so schlecht, glaube ich, in der Kamera. Die Kamera fängt das so schlecht ein. Auf jeden Fall ist es bei mir so, dass der rosane Ton eher hervorsticht und der
orangefarbene Ton schon fast kaum sichtbar ist auf meiner Haut. Das bedeutet, dass ich einen orangefarbigen oder einen gelbfarbigen Unterton habe und dass meine Komplementärfarbe, die besser hervorsticht und die mir mehr schmeichelt, wäre Pink. Das heißt, ich müsste für mich einen nudefarbigen Lippenstift wählen, der einen pinken Unterton hat. So, und deswegen hat Natasha Denona hinter ihren Lippenstiften jeweils diese Buchstaben, damit jeder halt seinen Ton, seinen Unterton, wenn er ihn weiß, und so kann man ihn herausfinden mit diesem Test, dann den perfekten Lippenstift für sich findet. Und ich habe ja hier zwei Lippenstifte da. Der eine ist Nude Pink und der andere ist Nude Beige. Und die setze ich euch mal daneben dran. Und dann kann man sehen, welcher besser zu meiner Haut passen würde. Das ist einmal Maria aus der neuen Kollektion. So. Und das ist hier der Beige, der Nude Beige. Und man kann schon sehen, dass der Pinke mir ein bisschen mehr schmeichelt. Und den trage ich jetzt auch gleich mal auf. Und zwar nehme ich immer einen Lip Liner. Ich kann das nicht ohne Lip Liner. Also für mich ist Lip Liner Muss. Das ist für mich wie Malen nach Zahlen. Ich muss das erst umranden und dann das Innere ausmalen. Ich weiß, es gibt Mädels da draußen, die können Lippenstift auftragen ohne Spiegel, ohne alles. Aber ich kann das nicht. Sorry. Das ist jetzt Maria und ich gehe noch mal ganz kurz . Ich finde ihn sehr schön mit dem Lip Liner noch mal ganz kurz nach und finde den Lippenstift, den Nude Lippenstift, eigentlich sehr schön bei mir. Ich muss dazu sagen, ich habe ihr Video erst, nachdem ich eingekauft habe, gefunden. Und ich glaube, das ist ganz gut zu wissen, wie man so seinen Unterton herauskriegt und auch extrem einfach. Und ja, ist gut. Ich werde den gerade mal abmachen und zeige euch dann Michelle. Also das ist jetzt die Farbe Michelle. Das ist ein nude-beigiger Ton. Ich werde das Video von Natasha Denona bei mir unten in der Infobox verlinken. Mir hat ihr Video mit diesen Untertönen und wie man das am besten für sich herausfindet, hat bei mir so ein Aha-Moment. Und ich habe das endlich jetzt mal verstanden, was mit diesen ganzen Untertönen bei Lippenstiften gemeint ist. Und Natasha Denona erklärt es wunderbar in ihrem Video. Ihr könnt euch das am besten nochmal anschauen. Mein Resümee zu diesen ganzen Sachen sind, ich bin begeistert von den zwei kleinen Paletten. Die finde ich toll. Und auch die große Blush-Palette hat mich sehr gefreut, weil ich hätte mir eigentlich so einen rosa oder so einen pinkfarbigen Ton gar nicht so gekauft, wäre jetzt die Palette nicht im Angebot gewesen und hätte mich das gar nicht so getraut zu tragen, aber man sieht, es sieht ganz gut aus. Die Lippenstifte sind auch top und was ich bei Natasha Denona auch sehr gut finde, ist, dass sie ihre Lip Liner genauso genannt hat wie ihre Lippenstifte. Das heißt, man findet ganz einfach den passenden Lip Liner zu seinem Lippenstift. Sie hat auch auf ihrer Seite verschiedene Lippen
Sets, wo halt der Lip Liner und der Lippenstift zusammen sind. Die sind dann ein bisschen günstiger und sie hat momentan das Holiday-Paket mit der Zendo-Palette und dem, wo ist er denn jetzt, dem I Need a Nude Highlighter und den zwei Lippenstiften Maria und Andrea zusammen in einem Bundle für $100. Ist nicht schlecht, das Angebot. Schaut einfach bei ihr auf der Seite vorbei und vielleicht findet ihr was Tolles oder nicht. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch und hilft euch auch ein bisschen aus diesem Unterton-Dschungel hervorzuschauen und klarzukommen. Mir hat es, wie gesagt, sehr geholfen und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like und abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiterhin so Videos sehen möchtet. Und bis dahin!